Okay, Leute, ich denke mal, ihr habt lang genug gewartet. Wir machen in der Höhle weiter. Ukidoki. Also von da sind wir gekommen. Dann, genau, sprengen wir mal die Tore auf, würde ich sagen. Wir haben im letzten Part, genau an dieser Stelle hier, steckt mal deine Lampe ein, eine Geisterseele uns geholt. Genau. Und jetzt wollen wir die restlichen holen. Oh, Pfeile. Nice. Brauche ich meine Amiibo nicht benutzen. Ich hätte nämlich auch eine Amiibo da. Glaube, ich habe die euch aber schon mal gezeigt. So. Gute alte Link-Amiibo halt, ne? Ah ja, jetzt wird's widerlich. Genau, Link. Gleich der erste Schritt und du hängst direkt rum. Sinnlos. Ja, und das hier ohne Licht wäre halt richtig assi, ne? Wenn man runterfällt, fängt man, glaube ich, wieder vom Anfang an der Höhle an. Wäre irgendwie nicht scheiße. So. Ja, okay. Leg mal die Lampe kurz weg. Dunkelkammer. Naja. Erstmal das Teil hier wegklatschen. So. Und schnell noch anmachen. Komm, das schaffst du noch. Natürlich schafft er es nicht. Okay. Ja, wie füllt man das jetzt? Hä, wie macht man das? Weglegen, vielleicht jetzt. Nee. Hä? Wird mal vielleicht da. Nee, auch nicht. Verstehe ich nicht. Muss da jetzt irgendwie die Flasche da. Hä? Vielleicht darf die nicht ausgerüstet sein. Nee, da tausche ich ja nur. Hä, wie macht man das, Leute? Ah, so. Man muss ihn in der Hand halten und dann kann man reingießen. Ah, ja gut, macht sogar Sinn irgendwie. Gut. Jetzt brauchen wir wieder Bomben. Gut, dann wollen wir mal gucken, was gibt's denn hier Schönes. Zack. Ich bin so blind ohne Licht, ey, das glaubt ihr mir nicht. 20 Rubine, okay. Da geht's wohl weiter. Und da sind wir gekommen. Alles klar. Dann weiter. Hier geht's ganz schön bergab. Oh, das war die Lösung für irgendwas. Eine Truhe. Was gibt's denn hier Feines? Ein Stempel! Hyljanisch J. Nice. Sehr schön. Kann man mal mitnehmen. Hi. Euch alle kaputt. Und eine kleine Truhe mal wieder mit 20 Rubinen. Okay. Nee, falsch. Sehr gut, weiter geht's. Ach du Scheiße. Gut, wir haben ja jetzt das Master-Schwert.
Dürfte also nicht so schwer sein, den zu killen. Easy. Hier gibt es jetzt wieder drei, okay. Oh. Eine kleine Truhe. Weil wieder die Lampe da auf dem Boden liegt, das ist ja geil gemacht. Ja, hier geht's raus. Okay. Wollen wir aber noch nicht. So, weiter, weiter. Hä, hier ist doch noch gar nicht Ende. Bin ich verwirrt, Moment. Irgendwo geht's doch noch weiter. Ja, hier geht's noch weiter. Schon sagen, das war doch noch nicht das Ende. Aber warum kann man dann da schon raus? Krass. Seltsam. So, hier brauchen wir Pfeile. Zack. Ah, nur eine, okay. Dann mal wieder das gleiche Spiel wie immer. Aufsprengen. Kommen Gegner raus. Und hier auch aufsprengen. Oh, sogar viele. Alle tot. Und wieder Pfeile erhalten. Sehr schön. Hier ist eine größere Truhe. Mit 50 Rubinen. Ja, hier kann man ganz schön Zeug farmen, Leute, ne? Krass. Und da sind wir gekommen. Irgendwo geht's jetzt wieder weiter, oder? Ja, da. Da ist eine Geisterseele. Vorsicht, Vorsicht ist geboten. Ja, die fallen alle vor uns runter, das ist gut. Das bedeutet, ich brauche meine Pfeile nicht verschwenden. Einfach nur schön langsam machen. Dann passt das auch. Okay. Okay. Hoffentlich reicht das Lampenöl, ey. Ich habe extra nicht nochmal nachgeschüttet. So, Geisterseele Nummer 2 aus dieser Höhle. Yay! Supi! Ein Glück können wir die große Bombentasche jetzt benutzen. Das ist auch sehr geil. So, eine große Truhe. 50 Rubine, sorry. 50. Da sind wieder Gegner. Ja, ganz schön lange Höhle, ne? Und es gab schon Stempel, Rubine, Items, also Geisterseelen. Hier kann man sich echt nicht beschweren. Hier gibt es eigentlich alles. Fehlt nur noch ein Herzteil. So. Das sind zwei von den Assis. Autsch. Oh, erster ist schon down. Ja, ah, so einfach ist das. Und zweite down. Okay. Mein Lampenöl, ey, scheiße. Ach, Gott sei Dank, hier gibt's frisches. Wo ist die Flasche? Wo ist die Flasche? Da. Wir haben sich schon gedacht, naja, der Mulai, der hat das vorhin wieder nicht aufgefüllt. Da gibt man dem hier mal noch was.
Scheiße, nein, du sollst füllen. 50 Kerne, ja, danke. Erstmal füllen. Okay, neuer Schleim. Ja gut, danke schön, Spiel. Das hast du aber schön gemacht. So, was jetzt? Haben wir hier alles? Ja. Dann würde ich sagen... Hier lang, ja. Jetzt brauche ich schon wieder Bomben. Ich muss hier ständig Items wechseln. Hier gibt es aber nur noch zwei. Okay. Alter, es wird immer mehr. Wieder eine große Truhe. Boah, die ganzen Port. Stempel Nummer 2. Und Windows meldet sich mal wieder. Die sollen mich in Ruhe lassen, wenn ich aufnehme. Das nervt. Zweite Mal heute. Was soll denn das? Okay. Link, das war schon wieder knapp, ey. So. Brauchen wir das Lampenöl. Das wäre uns wirklich kurz vor Schluss noch ausgegangen, ne? Krass. Jetzt sehen wir wieder. Master Schwert ist echt... Vergleich zu dem anderen viel besser, ey. Macht einen Schaden, what the fuck? So, Geisterseele Nummer 3. Die hatte ja gar keine Chance. Okay, haben wir die auch. Hier gab es kein Herzteil? Kann nicht sein. Eben, hier ist noch ein Rätsel am Ende. Ein Fackelrätsel. Da muss doch noch ein Herzteil über sein, oder Leute? Laro. Bei sowas gibt's immer ein Herzteil. Und da Hammers. Du erhältst ein Herzteil. Du hast jetzt insgesamt 5. Du erhältst ein zusätzliches Herz und volle Gesundheit. Und damit haben wir die erste Leiste wohl voll, oder? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ja. Nice, nice. So muss das, Leute. Die Hälfte der Leben haben wir im Spiel. Sehr schön, das freut mich. Jo. Ja, es freut mich wirklich sehr. Das ist toll. Okay, dann könnten wir ja gleich die Fee noch einsacken. Nee. Ey, mir passiert immer eine Scheiße. Ich wollte jetzt kein Wasser, danke Link. Nett, dass du es mir anbietest. So, da hätten wir eine Fee für schlechte Zeiten. Alles klar. So, dann geht wohl mal. So, erstmal Items ordnen. Ich brauche immer meinen Greifhaken. Hier können wir Bomben hinlegen. Und wenn es mal wieder länger dauert, nehmen wir für die Insekten das noch mit. Apropos Insekten, wir wollten doch nochmal gucken, ne? Wir wollten doch noch mal gucken. Also. Wo ist der Schmetterling? Der männliche kann sein. Auf jeden Fall fehlt er uns noch. Fällt doch noch eine Geisterseele am Friedhof ein. Okay. Jo, wo ist der Schmetterling ist weg. Der Schmetterling. Ah, ich sehe ihn! Da oben! Nice! Schmetterling gefangen!
War sogar der weibliche, aber das macht nichts. Ich brenne irgendwie. Gut, wieder ein Pärchen zusammen. So viele fehlen jetzt gar nicht mehr. Der eine Marienkäfer fehlt mir noch und ich glaube, ich weiß sogar, wo der ist. Da müssen wir einmal in die Stadt zurück. Einmal zurück zur Stadt, bitte. Lalalalalala. Bald geht's ins vierte Gebiet, Leute. Es gibt zwar noch sehr viel zu tun, aber das grobe Wichtige haben wir erstmal gemacht. Versuchen noch irgendwie 20 Geisterseelen zu bekommen. Wir haben auch fast alle Käfer. Ich glaube, wenn wir jetzt noch den Marienkäfer finden, fehlt noch ein paar, was wir uns jetzt noch holen können irgendwo. Muss ich auch erstmal überlegen. Dann gibt es noch im vierten Gebiet eins. Da kommen wir ja später erst hin. Logisch. Und dann... Du nimmst dir Blumen. Der Preis ist akzeptabel. Und der Verkäufer ist nicht da. Also leg sie lieber zurück. Mach das mal. Alter, du sollst hier einfach nur laufen, Link. Warum redest du jetzt mit jedem? Oh Mann. Das kann nicht wahr sein. Ja, also, da wo wir das Masterschwert haben, gibt es noch einen Käfer, den können wir noch nicht holen. Dann noch ein paar, was wir jetzt noch holen können. Und ja, ein paar noch in der Wüste. Und dann haben wir nämlich auch alle. So, war der nicht hier irgendwo? Irgendwo hier war der Marienkäfer. Naja, wir finden den, wir finden den. Wartet mal. Gab es hier noch irgendwelche Büschleins? Ja, hier. Wenn ich jetzt verschreckt habe, habe ich natürlich gelitten, ne? Dann muss ich das nochmal resetten. Da ist noch ein Corona. Und da ist die komische Tante wieder. Der müssen wir dann auch mal... Zeig mal, Corona, was geht denn? Oh, bist du etwa dieser Mensch, von dem mir die anderen Coronen berichtet haben? Aber schau dir nur mal diese an, ob es hier einen Erdrutsch gegeben hat. Warum bist du eigentlich hier? Wolltest du etwa hier durch? Wenn ich etwas Quellwasser trinke und wieder zu Kräften kommen würde, könnte ich diesen Felsen vielleicht beseitigen. Wenn du Quellwasser hast, sprich mich ruhig nochmal an. Alles klar. Wenn wir Quellwasser haben, geht's nochmal hierher. Okay. Da drüben war ein Käfer. Wo ist der Scheiß? Da ist er, ich sehe ihn. Hab ich ihn? Ja. Ja. Leider nicht gekriegt. Ich muss den Bumerang mal auf die Taste legen. So. Wo ist er hingeflogen? Ach Mann! Guck mal raus und wieder rein, vielleicht hilft das. Gute raus und rein hilft eigentlich immer. Oh Mann. Immer diese flachen Witze hier. Ah, da ist er. Nein! Mein Gott, warum machst du das mit mir? So, jetzt aber. Der ist raffiniert. Ja, dann sammeln halt nicht ein, Link. Gönn dir. Baka. Was war denn jetzt schon wieder? Kann sich nur noch um Stunden handeln, meine Damen und Herren. Jetzt nimm ihn doch endlich. Der fliegt immer gleich weg. Was ist denn das für ein Scheißvieh?
Was zur Hölle? Jetzt sehe ich ihn gerade nicht mehr. Boah, wie mich das wie. Ah, jetzt wird's dunkel. Nehme ich mir halt einfach. Marienkäfer, jawohl. Endlich haben wir ihn. Okay, wenn es dunkel wird. Ups. Hören wir uns gleich noch die Geisterseele, die wir beim letzten Mal verschissen haben. Ja, ja, das war nicht so geil. Erinnert ihr euch noch? Die ist genau. Genau in dem Moment nämlich abgehauen, wo wir sie gesucht haben. Mal, ist das jetzt hier oben? Plus Oberlauf, ja. Das war richtig ärgerlich. So, jetzt gibt es noch ein paar, was wir uns schnacken können, vor allem schnappen können. Und dann haben wir erstmal alle Käfer fürs Erste. Dann fehlt halt nur noch der eine beim Masterschwert, den wir noch nicht kriegen. Und dann der andere, die anderen zwei in der Wüste, wo wir noch nicht hin können. So, ist jetzt bald mal dunkel. Ja, es ist dunkel. Sehr schön. Dann auf zur Geisterseele. Diesmal holen wir sie uns. Mal ewig rumgemerkt. Diesmal holt er sie sich sofort. What the fuck? Gut. Dann geht's jetzt nach Kakariko. Da gibt's noch ein. Also zum Todes. Berg, da gibt es noch ein Herzteil und ein paar Geisterseelen. Und ja, warum nicht, ne? Fangen wir aber mal in Kakariko an. Am Friedhof ist noch eine. Die holen wir uns heute noch und dann ist der Part auch schon wieder vorbei, wie ich sehe. Das geht immer so schnell. So viel zu sammeln, so wenig Zeit, Leute. Aber die vom Friedhof, die kennen wir schon von sehr frühen Tagen noch. Von den ersten Parts, wo man in Kakariko war. Da ging die uns schon auf den Sack. Da hat man sich immer gefragt, was zur Hölle ist das? Ja, es ist eine Geisterseele. Okay. Danke fürs Zuschauen, ihr Lieben. Im nächsten Part gehen wir dann mal hoch zum Todesberg. Und ja, haut rein. Bis zum nächsten Mal. Ciao.